Der Vorgänger der Zeitzer Kampfsportgemeinschaft war der Sportverein in Drosdorf. Dort haben wir begonnen mit Jiu-Jitsu. Dort haben wir die Grundlagen gelegt für das, was wir heute feiern. Im Sportverein Drosdorf war es sehr minimalistisch. Wir sind dann umgezogen nach Zeitz in die Schillerstraße, haben dort in der Turnhalle trainiert. Da war der Mitgliederbestand dann ganz schnell auf 145 Menschen angewachsen. Da war die Halle dann auch ausgelastet. Wir haben tolle Highlights miteinander gehabt, zum Beispiel die Budo-Feste, zu der wir ganz Deutschland begrüßen durften. 2004 fand in Zeitz die Landesgartenschau statt. Zur Nachnutzung standen auch zwei Klinkerbauten. Für die haben wir uns interessiert. Jetzt finden wir hier super tolle Trainingsbedingungen, eine fest verlegte Matte, einen Fitnessraum, einen Raum, wo wir Aus- und Fortbildung machen können. Beste Trainingsbedingungen an allen Stellen. Ich bin gerne Trainer, weil ich auch jetzt viel zurückgeben möchte, was viele ältere Leute oder Generationen vor mir vermittelt haben. Das möchte ich ganz gerne den Jugendlichen, Jüngeren oder auch Erwachsenen wieder zurückgeben, die ich im Training sehe, kennenlerne. Und natürlich macht es natürlich auch Spaß, Entwicklungsschritte bei den Jungs und Mädels dann zu sehen. Neben unseren breiten sportlichen Angeboten sind wir auch im Leistungssport sehr aktiv und sehr erfolgreich. Zahlreiche Mitglieder unseres Vereins haben regional, überregional und national Titel und Medaillen errungen. Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister. Yasha Salmanov from Germany, the new World Champion. Mit zunehmender Zeit ist es uns inzwischen gelungen, auch viele Veranstaltungsangebote neben dem Training zu etablieren. Wir haben an den Grundschulen Kurse angeboten, nicht mit mir, die im Rahmen von Gewaltprävention laufen. Wir haben ein Angebot Sicher durch die Nacht, das wendet sich an Jugendliche. Wir bieten für Frauen und Mädchen Frauen-Selbstschutzkurse an. Und alle diese Maßnahmen haben zum einen einen gewaltpräventiven Charakter, aber zum anderen dienen die natürlich auch dazu, das Sicherheitsgefühl der Teilnehmer zu stärken, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Der Qualitätsanspruch, den wir über die Jahre hinweg entwickelt haben und den wir an uns selbst stellen, den können wir auch verwirklichen und der wird auch anerkannt und ist auch zertifiziert. Viele Menschen, die zu uns hierher kommen, unsere Angebote annehmen, hier im Verein Mitglied sind, kommen aus der Stadt Zeitz. Hier engagieren wir uns und für die Stadt Zeitz unterbreiten wir auch unsere Angebote für die Menschen, die hier leben. Und mit dieser Region fühlen wir uns besonders verbunden. Gemeinschaft auf der Matte beim Sport heißt auch Gemeinschaft nicht auf der Matte. Es gibt sehr viele Angebote im Sportverein, die wir umsetzen, zum Beispiel eine Fahrradtour, eine Bildungsfahrt, ein Adventsball und andere Dinge, die wir gemeinschaftlich organisieren und die wir in Gemeinschaft genießen. Gemeinschaft trägt als Frucht Wohlfühlen. Und das ist uns ganz wichtig im Verein.
KSG Zeitz, das ist ja meine zweite Familie, kann man eigentlich so sagen. Die Klinkerhallen, das zweite Wohnzimmer. Wenn man irgendwie ein bisschen Probleme mal zu Hause hatte, ist es heute noch so wie früher. Man ist hierher gegangen, hat jemand gefunden, ob es von dem Trainierenden war oder ein Trainer, mit dem man sich mal sprechen konnte. Mit guter Laune ist man zurückgegangen. Der Umgang zwischen den Leuten ist super. Ich komme mit allen zurecht, es funktioniert. Man kann fragen, wenn man Fragen hat, das wird erklärt. Super.